Jetzt, wo der Titanit-Dämon, ja, der heißt wirklich so. Hier ist nämlich, Dämonen-Titanit, das hat er gedroppt. Vom Titanit-Dämon, einem gesichtslosen Steinmonster, gestohlenes Spezial-Titanit. Als der ungekannte Schmiedegott dahin schied, erwuchsen aus mehreren Schollen riesige Monster. Die Macht des Titanits wohnt nach wie vor in ihnen und sie streifen noch heute durch Lordwyn. Also ja, nachdem der Schmiedegott verstorben ist, der das Titanit erschaffen hat, mit dem wir übrigens unsere Waffen ständig jetzt hier verbessern, sind einige Schollen wohl ein bisschen, naja, durchgedreht. Und aus ihnen sind Dämonen gewachsen, die so ausgesehen haben. Und mit Blitze schleudern. So. Genau, die Jungs hier können wir jetzt auch ganz leicht mit einem Schlag töten. Im Finsterwurzgarten. Was auch gut ist, denn sie droppen uns Moosklumpen. Gerade die Lilanen brauchen wir, weil die Vergiftung heilen. Und wenn wir hier hochgucken, gehe ich nochmal ein Stück zurück, haben wir gleich einen sehr schönen Anblick. Den da nämlich. Den Mondlichtschmetterling. Und wie man sehen kann, diese Brücke hier führt direkt zu ihm. Und zu ihm wollen wir auch. Fürs Erste. Wie man sich nämlich schon denken kann, das ist ein Boss. Einer der hübscheren Bosse in dem Spiel, nachdem wir den Klaffdrachen ja jetzt gesehen haben. Nicht, dass der hübsch ist, also ich meine, der ist eher das Gegenteil davon. So, die können wir auch töten, während sie noch im sich versteckt halten. Aber ja, der Mondlichtschmetterling da oben ist sehr schön anzusehen. Es ist eigentlich schon schade, dass wir ihn töten müssen. Aber wir brauchen etwas, was er bewachen tut. So, da vorne ist eine verschlossene Tür, die ganz interessant leuchtet, die wir aber nicht betreten können. Leider. Und da unten geht's ins Dunkel. Gut. Dafür ist hier eine Wand, die etwas komisch aussieht. Denn das ist eine Geheimwand. Und dahinter befindet sich ein Leuchtfeuer. Wenn man nicht weiß, dass hier die Geheimwand ist, oder sie nicht auf Anhieb findet, dann würde man versuchen, hier außen rum an das Leuchtfeuer zu kommen. Weil von hier aus sieht man es. Ziemlich gut, das Leuchtfeuer. Genau, hier. Würden manche versuchen, hier außen rum hinzukommen, anstatt die Wand einzuhauen. Aber gut, wir wissen, dass da die Wand war. Wir haben sie weggehauen. Und wir können uns nun weiter auf den Weg machen. Erst einmal hierhin. Das hier ist eigentlich eine Falle. Wenn man es nicht weiß. Wenn man nämlich den Loot hier aufhebt, den Gegenstand, dann springen die aus ihren Löchern raus und wollen einen töten. Eine Soldatenseele. Sehr schön. Den können wir immer gebrauchen. So. Ab durch den Nebel. Hier hinter ist nämlich ein kleines Gebiet. Also ein kleines Stück vom Wald. Das richtig große Stück vom Wald liegt hinter der verschlossenen Tür, die wir gerade gesehen haben. Durch die wir noch nicht durch können. Oh, ich habe was hinter mir aufspringen gehört, nämlich den da. Stirb. So. Das wir noch nicht können, weil wir noch nicht den passenden Schlüssel dafür haben. Den könnten wir theoretisch bei Schmied André kaufen. Für 20.000 Seelen. Aber die haben wir zurzeit nicht und wir können sie uns nicht leisten. Und ja, die Jungs hier sind etwas schwer zu sehen an diesen Bäumen, wenn man nicht weiß, wo sie stecken. Es gibt, glaube ich, 2 oder 3 Stück in diesem Waldabschnitt, die hier versteckt sind. So, kommen wir zum nächsten schönen Gegner. Den sehen wir hier.
Wenn wir ihm zu nahe kommen, steht er auf. Ein linkshändiger Steingolem. So. Der aber ziemlich schnell zu töten ist. Aber nichts Interessantes uns hinterlässt. So, dafür können wir die hier töten. Oh, lila Moosknoten mit Blume. Das sind die, die gegen Toxin heilen. Die sind sehr, sehr selten. Deswegen ist es gut, dass wir ihn bekommen haben. Und hier sehen wir schon, liegen zwei Golems und so ein Buschmensch noch auf der Lauer. Wenn wir den Buschmenschen rauslocken, normalerweise, beziehungsweise wenn wir den Golem aufwecken, dann stehen auch die beiden Buschmenschen, die ich jetzt getötet habe, mit auf. Aber zum Glück hat das Bastardschwert ja eine schöne Reichweite. Das finde ich übrigens so toll am Bastardschwert. Mit dem Claymore wäre das nämlich jetzt eigentlich nicht gegangen, was ich gerade gemacht hätte. So. Wow. Stirb einfach. Gut, der ist tot. Da ist noch einer mit nochmal zwei Buschmenschen, die ich gerade nur schlecht sehe. Ah ja, da hinten sind sie. So, einer ist tot. Wenn der andere rausspringt, dann kann ich ihn natürlich nicht sofort töten. Wow. Und ja, man sieht, es ist gut, dass ich das Schild so weit abgegradet habe. So, weil so haben die gar keine Chance, erst da durchzukommen. Und sie haben etwas sehr Wichtiges bewacht, nämlich die Elite-Ritter-Rüstung. So, mal kurz raus hier ins offene Gelände. Die Elite-Ritter-Rüstung ist eigentlich eine sehr gute mittlere Rüstung. Besser als unsere jetzige. Auch wenn sie etwas schwerer ist. Ganz geringfügig schwerer. So, ziehen wir sie mal an. Kurz mal die Beschreibung vom Wappenrock, also von der Brustrüstung. Die Rüstung eines namenslosen Ritters, vielleicht eines Elite-Ritters aus der Astora. Also ja, da wo auch wir herkommen und da wo auch Oscar aus Astora herkommt. Der Ritter im untoten Asyl, der genauso eine Rüstung trug. Darauf weist zumindest das Feuerabwehrwappen auf dem blauen Wappenrock hin. Seine untote Mission war zwar nicht geneigt aufzugeben, doch er fiel im Asyl der Untoten und wurde zur Hülle. Ja, kleiner Spoiler, beziehungsweise kleiner Rückblick, weil Oscar ist ja im Asyl gestorben, nachdem er uns den Estus-Flakon und den Schlüssel gegeben hat. Schade eigentlich. Seht ihr, jetzt sehen wir fast genauso aus wie er nämlich, abgesehen von der Waffe und dem Schild. So. Gehen wir hier weiter. Wo genau würden, fragen sich manche, guckt euch mal den Baum an, der bewegt sich. Das hier ist nämlich kein richtiger Baum, sondern ein Gegner. So. Der übrigens, so meines Wissens nach, nicht respawnt, sondern einfach nur da ist, um diesen Gang hier zu bedecken. Und das hier ist eine Mischung aus Frosch und Mantarochen. So. Von denen schlürfen noch hier ein paar rum. Ah, sehen wir schon, die Augen offen halten. Genau, der Baum dreht sich sogar, wenn man hinguckt. Dieser hier. So, und er hält einiges aus, aber er wehrt sich eben nicht. Es ist zwar, er hat zwar Angriffsanimationen reinprogrammiert bekommen, das sieht man in bestimmten Fact-File-Videos, wenn man danach sucht, aber sie sind nicht aktiviert worden, also er kann nicht wirklich angreifen, auch wenn es einprogrammiert ist. Er hat zwar Angriffsanimationen bekommen, aber die sind deaktiviert worden. Der Baum wehrt sich einfach nicht. Dafür wehren sich die hier. So, einer weg. Garstige Viecher. Die aber was Schönes meines Wissens nach droppen, wenn sie nicht gerade durch den Boden glitschen. So, hier ist noch einer. Weg. Genau, grüne Blüten. Grüne Blüten
tun die Ausdauerregeneration kurzzeitig erhöhen. Also sowas, was das Graswappenschild eigentlich auch macht. Ich hätte schwören können, du würdest auch leuchten. Tust du aber nicht. Schade. So, dafür haben wir jetzt noch den hier, den wir weghauen müssen. So. Man merkt, der zweite Schlag richtet bei denen etwas mehr Schaden an. Lustigerweise. Wahrscheinlich, weil er auch etwas schwerer ist, der zweite Schlag. So. Als nächstes wollen wir hier die Treppe hoch. Denn wir haben ja auf dem Weg hierher, beziehungsweise auf dem Weg zu dem Leuchtfeuer hinter der Geheimwand, etwas auf einem Sims leuchten sehen, beziehungsweise auf einem Vorsprung. Hey Kumpel. So. Weg mit dir. Und zwar ist das dieser Vorsprung hier. Da unten, wenn man da runter guckt, sieht man nämlich das Wasserbecken, über das wir hingekommen sind. Hier über uns ist der Mondlichtschmetterling. Und das ist der Wolfsring. Einer der vier Ringe der großen Ritter Gwyns. Einer der Spezialringe, die den vier Rittern Gwyns geschenkt wurde. Der Wolfsring gehörte Artorias, dem Abgrundschreiter. Von Artorias haben wir schon mal gehört, und zwar im bösen Auge. Artorias, der einen stehenden Willen hatte, war ein unerreichter Meister im Kampf mit dem Großschwert. Dieser Ring hier verstärkt die Balance, nämlich um 40, was ziemlich viel ist. Balance ist dafür da, dass wenn Gegner uns angreifen und uns Schaden zufügen, dass sie uns nicht so leicht umwerfen können oder aus dem Gleichgewicht bringen können. Zum Beispiel diese Fackelträger-Zombies, wenn sie ihren Angriff machen, die konnten uns ganz leicht mal aus dem Gleichgewicht bringen. Würden wir diesen Ring anziehen, könnten sie das nicht mehr so gut. Aber ja, den Ring brauchen wir jetzt erst einmal nicht. So, wir wollen nämlich erstmal wieder zurück. Also im Augenblick brauchen wir den Ring nicht und wahrscheinlich werde ich ihn gar nicht benutzen. Weil mit meiner Taktik ist Balance nicht ganz so wichtig. Sie ist schon wichtig, aber das gleiche ich dann durch die Rüstung ein bisschen aus. Rüstung bringt nämlich auch Balance. Ich versuche mich einfach nicht so oft von Balance verzehrenden Angriffen treffen zu lassen. So, wir sind wieder in dem Waldstück, wo ich die Elite-Ritter-Rüstung gefunden habe. Und hier gehen wir jetzt erst einmal weiter, und zwar am Rand entlang erst einmal. Okay, wir haben den hier schon mal geweckt. Und der macht seine Verlangsamungszauber, damit wir uns langsamer bewegen und er einen Kampfvorteil hat. So, und hier ist das zweite Paar Baumbasilisken oder Baum, naja, wie sie auch immer genannt werden. Ich glaube Baumechsen. So. Und hier haben wir den letzten Steinriesen vor uns, der auch gleich zaubert. Wenn sie das machen, sind sie eigentlich ganz leicht zu besiegen. Gut. Kurz heilen. Und dann geht es hier in die Ruine rein, die nach oben führt und wie man sich denken kann, zum Mondlichtschmetterling. Hier ist ein Rufzeichen in der im Busch versteckt. Das könnten wir benutzen, um die Hexe Beatrice zu rufen. Die da, hallo, du siehst freaky aus.